Oh Mann, ich wäre mal froh, das würde das gleiche gelten wie bei der Bowser-Festung. Ich habe ja bei der Bowser-Festung gesagt, ja, wenn man keine Scheiße baut oder so, dann ist es auch kein Problem, das zu schaffen. Und man hat es ja gesehen, es ist kein Problem, das zu schaffen. Es ist nicht mal ein Problem, dann den Profigeist zu schlagen. Auch wenn man dafür nichts kriegt. Ich mache es trotzdem, weil es mir Spaß macht. Ja, aber hier auf Regenbogenboulevard sieht es schon wieder ganz anders aus. Hier kann man nämlich nicht nur durch richtiges Fahren den Profigeist besiegen. Also, ja, gib ein bisschen Gas, Funky, genau. Wir haben ja jetzt, im Moment haben wir es nur mit einem normalen Geist zu tun. Rosalina mit irgendeinem Müllvehikel. Wow. Das hätte ins Auge gehen können, verdammt. Damit habe ich jetzt aber einen Haufen Zeit verloren. Wäre vielleicht sogar günstiger gewesen, runterzufallen, aber egal. Ja, wenn ich so einen Fehler mache, wenn ich versuche, den Spitzengeist zu besiegen, dann habe ich keine Chance. Weil, ja, damit ist es schon gelaufen. Der Spitzengeist hier auf Regenbogenboulevard, den fand ich wirklich, ist einer der schwersten überhaupt zu besiegen, weil, was auch immer Rosalina da für ein Kart fährt, ich glaube, Schnucke fährt sie oder so, damit kommt sie, also beim Profigeist eben, kommt sie ziemlich gut hier durch, meiner Meinung nach, und, ist echt fix dabei. Ich habe echt lange gebraucht, um den Geist zu besiegen und habe mir dann sogar von euch da draußen Tipps geholt, was ich denn tun könnte, um diesen Geist zu besiegen und, ja, das war scheiße, weil ich jetzt den letzten Beschleuniger nicht mehr mitgekriegt habe, aber egal. Da kam dann ein Tipp, der wirklich geholfen hat. Ich weiß leider nicht mehr, von wem er war, aber genau dieser eine Tipp, der geholfen hat, hat mich jetzt gerade daran gehindert, die Strecke zu Ende zu fahren. Ja. hier vorne an dieser Sprungschanze ist es wichtig, im richtigen Moment nach links zu driften, um möglichst kurzen Sprung hinzulegen. Auf gar keinen Fall einen Stunt machen und eigentlich auch nicht geradeaus drüber fahren, sondern nach Möglichkeit in einer Linksdriftkurve drüber springen, weil ihr sonst unglaublich viel Zeit an der Stelle verliert. Und an der Stelle hat mich auch jedes Mal der Profigeist dann überholt auf der Bahn hier. Also, das war wirklich mein größtes Problem. Selbst wenn ich fehlerfrei gefahren bin, ich konnte den Profigeist nicht besiegen, nur wegen dieser einen Stelle. Ja. Wenn es da draußen sonst noch jemandem so gehen sollte, dann wisst ihr jetzt warum. Also, dieser eine kurze Linksdrift, der macht wirklich einen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren. Vorausgesetzt natürlich, dass man ihn hinkriegt. Gut, wenn man nicht hinkriegt, macht da auch einen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren, weil dann verliert man. Hahaha. ja. Linksdrift im richtigen Moment. Es ist ein bisschen schwer zu timen. Ich mache immer wieder Fehler da, aber das liegt ja auch daran, dass ich Regenbogenboulevard so selten wie nur irgendwie möglich fahre, weil ich die Bahn nicht mag. Also, ups, das war jetzt eigentlich gar nicht schlecht, aber es ging auch besser. Ohne Zweifel. Es wäre cool, wenn ich das jetzt so zu Ende fahren könnte, weil bisher halte ich mich eigentlich ganz gut. Und ich glaube, ich sollte meine Pilze sinnvoller einsetzen. Zum Beispiel hier auf der langen Geraden. Davon hätte ich mehr. Ja, dann könnte ich nämlich hier wenigstens ein bisschen Schwung holen und müsste den Pilz nicht dort einsetzen, wo ich sowieso Geschwindigkeitsboosts kriege durch die vielen Stunts, die ich mache. Das wäre mal clever. Hätte ich vielleicht von Anfang an mir überlegen sollen. Andererseits bringt mir das dann in der letzten Runde nicht viel, weil ich dann nämlich mehr viel beschleunige bis zum Ziel. Und ich habe es schon wieder verpasst. Alle drei Runden habe ich einen Beschleunigungsstreifen verpasst. Gibt's ja nicht. Hier übrigens möglichst kleine Stunts machen. Ich habe früher immer gedacht, wenn man mitten über die Löcher drüber springt, ist man schneller. Das ist auch insofern richtig, dass man natürlich schneller ist, weil man eben eine kürzere Strecke fährt. Ich meine, wenn man um die Löcher drum rum fährt, braucht man länger, als wenn man drüber fliegt, ohne Frage. Aber man ist noch schneller, wenn man sehr nah am Rand lang fährt und so kleine Stunts macht, wie nur irgendwie möglich. Weil die kleinen Stunts beschleunigen einen ja wieder hinterher und dadurch, dass man dann eben eine relativ enge Kurve fährt, so eine Kurve, die so eng ist, wie es halt mal geht, verliert man auch nicht so viel Zeit. Also das gleicht sich ziemlich gut aus. So, jetzt in der letzten Runde hätte ich da nicht Kacke gebaut, wäre es jetzt echt gar nicht mal so schlecht gewesen, hätte ich gesagt. Aber so, naja, armselig, egal. Ich bin halt kein guter Profi-Zeitfahrer, aber es reicht, denke ich mal. Jetzt habe ich immer noch nicht geguckt, ob da stand Spitzengeist eines Daten, Spitzengeist-Daten eines Entwicklers freigeschaltet oder so. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt besiegt habe, aber das sehen wir sowieso nur, wenn wir hier nochmal reingucken. Oh, eine 244734 und ich habe eine 243085. Ist das nicht schön? Wow, das läuft ja echt gut. Ich besiege heute alle Spitzengeister auf Anhieb, aber meinen Geist habe ich natürlich mal wieder nicht besiegt. Skandal. Okay. Hey, damit hätten wir den Spezialcup schon fertig und das hat gerade mal 20 Minuten gedauert. Ich bin super, oder? Gut. Machen wir weiter im Panzercup. Kann lustig werden. Peach Beach. Das ist eigentlich eine leichte Bahn, hätte ich gesagt. 1,23, 1,40. Ich sollte einen anderen Fahrer nehmen. Funky ist eigentlich völlig der falsche Fahrer hierfür. Egal. Wird schon schief gehen. Ja, Peach Beach. Puh.
Ist doch kein Problem. Hier kann man wunderbar abkürzen mit den Pilzen. Gut, das macht der Geist natürlich auch, der Profigeist, aber egal. Gut, hätte ich jetzt einen guten Start gehabt, wäre ich schon vorne. Aber ja, gegen einen normalen Geist ist es auch so kein Problem. Ja, es wäre cool, wenn die Viecher nicht zielsuchend wären, was sie auch offenbar nicht sind. Das ist gut, weil das sind sie ja normalerweise im Multiplayer-Modus auch nicht. Aber wenn ihr euch daran erinnert, als ihr die Bahnen hier noch auf Einspieler-Modus in den Grand Prix gefahren habt oder vielleicht mal im Versus-Modus oder so, dann sind diese blöden Kackviecher, diese, was auch immer es darstellen sollen, immer irgendwie so zielsuchend. Ne? Die rennen auf einen zu und schlagen einen und das ist doof. Ja, wir erinnern uns noch, die Viecher sind aus Mario Galaxy, da haben sie genau das gleiche gemacht, aber egal. Wow, ich hätte meine zwei Pilze eben da einsetzen müssen, oder? Zweimal geboostet im Wasser und dann wäre es top gewesen. So ist wahrscheinlich ein totaler Fehler, aber egal. Ich fahre jetzt munter durch die Mitte. Also, jetzt habe ich zwei Pilze übrig, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Peach ist hinter mir. Oh, es war vielleicht doch nicht so ein Fehler. Naja, das Meer zieht sich gerade zurück. Ja, hätte man doch anders einteilen sollen. Vielleicht hätte ich in der ersten Runde besser auf den Pilz verzichtet und hätte man dann lieber einen zwei Stück in der zweiten Runde genehmigt und einen in der letzten Runde. Wäre vermutlich schneller. Ich weiß auch nicht, wie hier die offizielle Taktik aussieht, um das zu fahren. Da habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung. Bei der Bahn würde ich mir darum auch nie Gedanken machen, weil es ist mir eigentlich zu langweilig. Ja, in der zweiten Runde unendlich Zeit verloren, dadurch, dass ich nicht abgekürzt habe. In der dritten Runde ein bisschen Zeit gespart, dadurch, dass ich zwei Pilze eingesetzt habe. Ne? Ist ein klarer Fall, aber naja. 1,19 ist meine beste Zeit hier, echt jetzt? Na, mal gucken, ein kumpeliertes Profil habe ich bestimmt eine bessere. Und ich habe schon wieder nicht geguckt, ob da steht Spitzengeist, eines Spitzengeist-Daten, blabla, freigeschaltet. Verdammt! Ich sollte echt mal drauf achten. Was war die vorgegebene Zeit? Eine 1,30 oder so? Und jetzt ist eine 1,23. Die war vorher schon vorgegeben, ne? 1,23. Das ist aber vermutlich schon die Spitzengeist, die Spitzenzeit eines Entwicklers, weil ich glaube, diese Bahn habe ich schon mal irgendwie gespielt. Ich denke, das ist der Spitzengeist. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, wenn ihr das wisst, ob das der Spitzengeist auf Peach Beach ist mit 1,23. Yoshi Gas Garden, 1:09. Und da habe ich noch, doch, da habe ich auch einen Geist mit 1,8. Wow. Das ist aber, ist das dann auch ein Spitzengeist mit einer 1,9? Ich weiß es nicht. Das Schlimme ist ja wirklich, dass ich dadurch, dass ich mit euch Geisterrennen gemacht habe, also sprich gegen Geister angetreten bin, die ihr mir geschickt habt, dass ich da keine Ahnung habe, was jetzt noch Spitzengeister sind und was nicht. Du solltest dich... das wird ein schlechter Start. Ja, okay, den muss ich neu starten. Das war doppelt gefehlt. Ich wollte mich eigentlich nach rechts drehen, aber nö. Hat nicht so geklappt. Und dann war natürlich mein Turbostart auch scheiße. Okay. Gut. Wow. Das war schlecht. Hätte ich da einen Pilz benutzen müssen an der Stelle? Ich glaube schon, ne? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie man Yoshi-Kaskaden fährt. Ja, ich weiß es echt nicht mehr. Tut mir leid. Okay, den hier mitnehmen. Möglichst innen bleiben und... Ja, ich glaube, wenn ich den Pilz eingesetzt hätte, dann wäre ich jetzt ein bisschen schneller gewesen, aber okay. Dann können wir dann irgendwo anders einsetzen, den einen Pilz, den wir gespart haben. Ich denke, das hier ist der Spitzengeist. So wie der fährt, würde ihn wohl kein Anfänger so leicht besiegen, nehme ich mal an. Und ich denke mal, dass ich hier eigentlich auch ganz gut fahre. Also das, was ich hier mache, sieht für mich relativ richtig aus. Relativ richtig heißt auf gut Deutsch, für meine Verhältnisse gut. So, jetzt fahren wir mal hier innen lang, genau, weil wir es können. Wow, das hat mich aber nicht wirklich irgendwie... hat mir nicht irgendwie Zeit gespart, oder? Das hat mich eher Zeit gekostet. Okay, hier nochmal durch und voila. Hey, das könnte sogar ein neuer Rekord für mich sein. 1,8 hatte ich vorher, oder? Okay, in der ersten Runde verbockt, weil ich einen Pilz nicht benutzt habe. Aber das dann in den anderen beiden Runden wieder reingeholt. Ist doch schön. Oh Mann. 1:06 statt 1:08. Warum nicht? Und ich habe wieder nicht geguckt, ob da was von Spitzengeist steht. Aber ich denke, das ist schon der Spitzengeist. Also sagt mir bitte Bescheid, falls ich mich da irre. Aber ich denke, das muss der Spitzengeist sein. So, Geistertal. Mit einer 57 so viel, 57,8 habe ich den Spitzengeist auf jeden Fall besiegt. Der war nicht bei 58,9, genau. An dem habe ich auch lang geknabbert, bis ich den mal hatte. 58,2 und 57,8. Also nur weil es Spaß macht, probiere ich es jetzt nochmal. Ich bin der Meinung, da kann man sogar noch ein bisschen mehr rausholen.
Ich weiß, dass man mehr rausholen kann. Ja, ich weiß, dass es sind Zeiten unter 55 Sekunden drin oder so. Das heißt nicht, dass ich das kann. Und nein, ich fahre keinen Glitch hier rechts am Start. Ich weiß, dass das geht und dass der Weltrekordgeist diesen Glitch nutzt und dadurch schneller ist, aber ich fahre keinen Glitch. Ja. Oh. Okay, da habe ich ja schon mal einen schlechten Anfang, aber den hole ich wieder ein, ne? Also, Kumpel Jesus mit Knochenbowser ist hier relativ langsam unterwegs. Faszinierend. Warum habe ich eigentlich gewählt, dass ich gegen den antreten will? Naja, man weiß nicht. Okay. Ja, da habe ich ihn schon, ne? So leicht kann es gehen. Oh, und dann hat er mich wieder. Wie hat er das gemacht? Achso, durch den Drift-Turbo wahrscheinlich. Da ist er doch nicht so schlecht. Aber er hat schon einen Pilz mehr benutzt als ich. Juhu, tschüssi. ja, das liegt eigentlich allein an dem Sprung hier. Wenn man den richtig macht, dann ist man wesentlich schneller. Man muss den Sprung nicht auf der Mitte der Sprungschanze ansetzen, sondern ganz am Rand, weil man dann nicht so hoch springt. Und das macht wirklich einen Unterschied zwischen Leben und Tod oder so. Oder was weiß ich. Ich will noch eine Runde. Ich habe mir jetzt... das ging mir zu schnell. Ich muss die Bahn nochmal fahren. Und ich finde, die macht unheimlich viel Spaß. Ich fahre Geistertal 2 eigentlich extrem gerne, weil es eine extrem anspruchsvolle, aber angenehm zu fahrende Bahn ist. Also man kann hier ganz, ganz leicht eine ganz, ganz super tolle Zeit aufstellen. Man kann sich aber auch ganz, ganz leicht verbocken, indem man einmal Mist baut und dann ist die Sache gelaufen. Ne? So, jetzt hier links, genau, über diesen kleinen Hubbel und das war ein schlechter Sprung. Das geht besser, auf jeden Fall. Oh Mann, kein Turbo hingekriegt, natürlich auch super. Es ist erstaunlich, dass ich mit Knochenbowser überhaupt so gut vorangekommen bin, weil theoretisch ist Knochenbowser ja langsamer als Funky Kong. Ach so, ich sollte hier vielleicht mal Pilz zünden. Das war wieder nichts. Ja, ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht nochmal da drunter zu kommen. Das ist eben alles so schön glatt gelaufen. Jetzt klappt natürlich gar nichts mehr. Die einfachsten Drifts funktionieren nicht. Ja, den hole ich nicht mehr. Aber ich finde, ich bin eigentlich gar nicht schneller als Knochen Bowser hier. Es hat wieder nicht geklappt, ne? Ich war wieder zu weit rechts. Diesmal gewinnt er auf jeden Fall. Aber egal, ich habe ihn ja einmal besiegt und das heißt, ich habe meinen eigenen Rekord unterboten. Und das heißt, ich kann glücklich und zufrieden sein. Hui! Verloren, ja. Dafür werde ich in den Abgrund des Todes verdammt. Oder was weiß ich, den Abgrund der Verdammnis geworfen. Aber sehr konstant gefahren. 19.5, 19.5, 19.5. Passt doch. Ja, 1.57.6, das ist echt eine Zeit, mit der bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Kann ich gut mit leben. Neuer Rekord für mich. Juhu! Gut. Also wie gesagt, ich bin überzeugt, das ist der Expertengeist mit 58 so viel bei Geistertal 2. Und jetzt zu Marios Rennpiste. 1,59, 1,51, da habe ich auch schon eine 1,51 aufgestellt. Ist wahrscheinlich schon nicht Wiederholung ansehen. Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Ja, die 1,51 ist wahrscheinlich schon besser als der Spitzengeist. Ich denke, dass der hier Rennen starten. Und mit seiner 1,59, dass der schon der Expertengeist ist und man sieht, wie er auf die Zeit kommt. 1,59, würde er ein Bike fahren, dann hätte er garantiert eine bessere Zeit, aber mit dem Kart kann man eben nichts machen. Ne? Also ich meine, klar, man hat im Kart diesen super tollen Doppeldrift. Wow, warum habe ich jetzt keinen Drift-Turbo gekriegt? Okay. Man hat diesen super tollen Doppeldrift, aber der bringt einem eigentlich genau genommen gar nichts, weil was hat man denn davon? Also wow, im Bike habe ich eben meinen wunderbaren Wheelie des Verderbens und damit hänge ich ihn locker ab. Zumal mein Bike auch schneller sein dürfte als dieses Rad. Verdammt. Ich mache echt nur Scheiße hier. Ich bin so unfähig, das ist unglaublich. Gibt ein paar tolle Tricks auf der Karte hier natürlich. Einmal zum einen hier diesen Mini-Stunt. Je kleiner man den macht, desto besser natürlich. Logisch, wie bei jedem Stunt. Dann gibt es natürlich ein paar Stellen, wo man Doppeldrifts machen kann. Zum Beispiel die eine große Kurve, wo ich vorhin gesagt habe, was mache ich hier eigentlich für Mist? Und auch bei der Abkürzung hier vorne am Start gibt es einen kleinen Trick. Da kann man anders fahren und dadurch... Oh, verdammt, das war Mist. Ja, dadurch eben hier diese Sprungschanze mitnehmen und dann würde das nochmal Zeit sparen, aber habe ich noch nicht hingekriegt. Also ich weiß nicht, wie man die Abkürzung anfahren muss, damit man wirklich ohne verlangsamt zu werden die Sprungschanze noch mitkriegt und damit dann eben nochmal ein bisschen was abkürzt. Keine Ahnung, aber es geht. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht oder so, dann schaut euch mal Zeitfahrvideos von Sozi an. Ich sag's nochmal, genau. Guckt euch Sozis Videos an und dann wisst ihr Bescheid oder so. Ja, genau. Ich mach irgendwas falsch. Ich will es aber jetzt nochmal probieren, weil
neugierig bin ich ja schon, ob ich es nicht irgendwie hinkriegen könnte. Wäre cool, wenn ich es hinkriege, weil das wäre natürlich eine Möglichkeit, nochmal hier ein bisschen Zeit zu sparen. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann suche ich mir auch eine andere Stelle, wo ich meine Pilze einsetze, weil hier vorne an der Abkürzung am Start verliere ich eigentlich mit einem Pilz viel zu viel Zeit, weil ich immer irgendwie eine unmögliche Route fahre. Ja, das war nix. Okay.